Samstag kommt es zum ersten großen Fußballturnier in Jesteburg. Eine schöne Veranstaltung. Ich habe Annalena Otto gefragt, wer da kommt, was es auf sich hat. Ja, wie du schon richtig gesagt hast, wird die Frauenabteilung des FC Jesteburg-Wendesdorf dieses Jahr erstmals nach Corona wieder ihr eigenes Hallenturnier ausrichten. Es hat sich inzwischen nicht nur der Name des Vereins geändert, sondern auch der Name des Turniers. So wird das Event dieses Jahr unter dem Namen Swedzlok Hamburg Cup laufen und wird in der Oberschulhalle in Jesteburg stattfinden. Insgesamt werden 10 Mannschaften am Spielbetrieb teilnehmen und um den Sieg kämpfen, wobei wir da eine bunte Mischung haben. Ein paar Namen aus der Regionalliga werden dort sein, zum Beispiel den TSV Barmke oder Hannover 96. Aber wir haben auch Mannschaften an Bord, die bei uns aus der näheren Umgebung kommen, wie dem TSV Stelle, Eintracht Lüneburg und dem MTV Jelling. Die Teams können tolle Preise gewinnen und wenn sie nicht gerade auf dem Platz stehen, werden sie von unserer zweiten Frauenmannschaft mit Essen und Trinken versorgt. Das heißt, fürs leibliche Wohl ist ausreichend gesorgt. D- und E-Jugend werden dort 10 Minuten spielen, können sich dort präsentieren, können ein Teil des Turniers sein, um so auch den Zusammenhalt noch etwas zu stärken. Ich möchte die Gelegenheit hier einmal schon mal nutzen, um Danke zu sagen. Einmal natürlich an unserem Hauptsponsor Swedzlok Hamburg, aber auch an alle anderen Sponsoren, die genauso wichtig sind, und an alle Helfer, die uns tatkräftig unterstützen bei der Organisation und bei den Tätigkeiten drumherum. Und schaut da alle vorbei. Abschließend möchte ich noch einmal den Hinweis geben, dass wir in 2 Wochen, also am 28.01. ebenfalls in der Oberschulhalle die niedersächsische Futsalmeisterschaft austragen werden, beziehungsweise dort auch für Catering sorgen werden. Das Ganze wird gegen 11 Uhr starten, also kommt gerne mal vorbei, schaut vorbei, unterstützt uns, wir freuen uns auf euch.